Hallo und willkommen zurück in Afrika. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 21 Vollzeit unterwegs, unseren Traum zu leben. Afrika im eigenen Fahrzeug und ohne Zeitlimit auf den kleinsten Pisten des Kontinents erobern. Kommt mit und begleitet uns, wie wir im Moment mit unserem Toyota HZJ 79 Tempo einmal von West nach Ost den Kontinent queren, mit dem groben Ziel Mosambik. Wir ziehen jetzt Resümee über ein Jahr Reisen im kleinen Auto. Durch die dreckige Kamera. Und hier seht ihr auch warum. Es ist Regenzeit und die Fahrt wird zur Schlammschlacht. Unsere kleine Exkursion von Tag 1 und 2 endet, glaube ich, da vorne. Ich tippe, dass wir dort wieder auf den Trans-Kalahari Highway treffen jetzt. Also mal wieder Luftdruck erhöhen, um unnötigen Abrieb der Reifen auf Asphalt zu vermeiden. Und dann hat mein Superschrauber sogar mal eine Frage. Jetzt habe ich mal eine Frage an die ganzen Toyota-Spezialisten unter euch. Warum wird das Ding eigentlich so heiß? Das Blech hier, man kann die Hand nicht dran lassen. Also gerade so, weil ich so ein knallharter Typ bin. Aber es ist so heiß, dass man sich eigentlich die Finger verbrennt. Auch hier drin, die Batterie, das ist so heiß, kannst du nicht anfassen. Und die Batterie ist total heiß, das kann ja in Wahrheit alles nicht gut sein. Die Machina, die ist zwar schön warm, aber da würde ich sagen, das ist ja alles normal, dass der Motor so heiß ist. Aber dass die ganze Peripherie hier dermaßen am Kochen ist, das finde ich eigentlich erstaunlich. Wassertemperatur ist ja auch alles im grünen Bereich. Völlig unbedenklich läuft der Wagen. Aber wie gesagt, drumherum sehr heiß. Mich wird wissen, warum ist das so? Und während ihr jetzt bestimmt kluge Antworten schreibt, geht es zügig für uns weiter in Richtung Süden der Hauptstadt Gaborone entgegen. Tja, da ist er wohl zu schnell gewesen. Der Mann sucht den internationalen Führerschein. Er ist nämlich erwischt worden, wie er zu schnell durch eine Straße ist. Ja, erheblich, das ist ein bisschen hässlich jetzt so. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, dass es wirklich schwer zu erkennen ist, wo ein Dorf anfängt und auch wieder aufhört. Denn im Gegensatz zu Deutschland gibt es nicht sehr viele Verkehrsschilder. Und nach einer kurzen Kontrolle der Aufnahmen muss er sich fügen. Das erste Ticket in Afrika. Und? Zumindest auf diesem Trip. Also rausreden war relativ schlecht. Ich war tatsächlich zu schnell, ich muss es leider gestehen. Die messen von ganz weit. Von ganz weit, könnten wir es anfechten natürlich. 84 hat er gemessen. Ich durfte 60 fahren und ich war schon schnell da reingekommen. Also ich glaube, ich habe es verdient, muss man einfach so sagen. Was hat es denn jetzt gekostet? Es war auch nicht gerade billig, 580 Pula. Ist mir ganz heiß. Wir müssen vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, wir müssen wirklich lernen, uns an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Weil gerade in Simbabwe haben wir mehrfach gehört, dass sie relativ scharf sind oder in der Ostküste allgemein auf Touristenfahrzeuge und man sich da ganz exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten soll. Ansonsten holen sie einen gerne raus. Normalerweise machen wir das auch wirklich immer. Wir halten uns im Ausland echt an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aber eben habe ich einfach mal komplett gepennt und irgendwie... Wir sind jetzt mal abgefahren von der Hauptstraße, weil es ist schon 17 Uhr und wir müssen uns jetzt mal langsam auf eine Nachtplatzsuche begeben. Hier ist jetzt eine Piste eingezeichnet gewesen in unserem Navi. Ja, aber ich glaube, wir fahren hier einfach gleich hier irgendwo hier rechts, links ab, genau, in den Busch. Ab geht's mal wieder in den Busch. Jetzt zeige ich euch nämlich die Spezialtechnik, damit meine Frau
einen angenehmen Platz hier draußen hat und nicht so viel Gras. Teppich ausgelegt, jetzt muss ich noch ein bisschen das Gras unten drunter platt treten, damit der Teppich auch richtig liegen bleibt. Ja, ich muss es an dieser Stelle zugeben, in so etwas bin ich eine Prinzessin. Ich habe gern die Übersicht, welches Getier sich mir nähert und fühle mich auf Teppich etwas sicherer in hohem Gras. Und auch wie hier für meine morgendliche Yoga-Runde ist so ein Teppich Gold wert, wenn ich mal nicht aufs Autodach dafür klettern möchte. Denn Yoga oder Gymnastik bemühen wir uns schon regelmäßig zu machen, sonst wären wir beide in kürzester Zeit steif wie ein Brett und könnten auch vor Rückenschmerzen nicht mehr richtig sitzen. Und jetzt ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch die Filme gefallen, dann drückt jetzt auf den Abo-Button und hinterlasst uns fleißig Kommentare, denn so helft ihr unserem Kanal zu wachsen und spornt uns an, immer weiter in unseren Filmen zu feilen. Ich möchte mich auch für all den Zuspruch und die guten Wünsche bedanken, die uns sowohl hier wie auch auf Instagram erreicht haben und die uns helfen, durch eine privat schwere Zeit in Deutschland zu kommen, was auch der Grund für unsere längere Auszeit bei YouTube war. Danke für die Unterstützung und wir bemühen uns ab jetzt wieder jeden Sonntag ein Stück unserer Reise mit euch zu teilen, denn wir sind ja eurer Zeit weit voraus und werden bestimmt wieder zurück nach Afrika fliegen, denn Tembo wartet dort auf uns und wir holen einfach filmisch etwas auf. Danke für euer Verständnis. Eben hatten wir wieder eine sehr amüsante Begegnung. Hier war gerade Polizeikontrolle auf der Straße und werden wir angehalten. Und dann erklärt uns der gute botswanische Polizist, er würde uns ja schon kennen. Er hat uns nämlich wiedererkannt, weil wir waren ja schon hier auf der Strecke, waren wir vor 6 Monaten, länger, 8 Monaten, sind wir hier quasi schon mal lang gefahren. Ich glaube, wohl in die gleiche Richtung. Die auch gleiche Richtung. Und da hat er uns schon mal angehalten, da konnte er sich jetzt dran erinnern. Das war ja irgendwie sehr witzig. René ist jetzt mal abgefahren von der Hauptstraße, damit wir auch ein schönes Nachtplätzchen finden vor Gabarone. Die Leute haben uns etwas verständnislos eben angeguckt. Aber wir fahren jetzt gerade durch ein kleines Dorf. Mal schauen, die Landschaft hat sich hier wieder geändert. Es ist jetzt hügeliger geworden. Es ist so ein bisschen gefühlt zentralafrikanischer. Wir sind wieder in Afrika angekommen. Er schickt mich wieder raus. Das bin ich froh, dass es hier Rinder sind, die hier rechts und links der Pfade sind und nicht irgendwas anderes. Unser armes Auto. Ich kann euch nur sagen, Tembo freut sich zwar hier entlang zu fahren, weil endlich wieder seiner Natürlichkeit hier preisgegeben. Aber der Lack leidet schon ganz schön. Ich habe gerade gesagt, super geiler Platz, herrliche Veranda, kein Gras, das ist fast wie gefliest oder geholzt oder sowas in der Art. Es gibt immer kaum was Schöneres, als abends vor seinem Auto zu sitzen, wenn es trocken ist und Sonnenuntergangsstimmung ist. Wir haben jetzt schon was gegessen, sind deswegen total relaxed, nicht mehr unterzuckert und haben diese Aussicht. Ich muss zugeben, an diesem Abend hing der Haussegen etwas schief bei uns, aber tatsächlich ist ein friedlicher Sonnenuntergang immer Balsam für die Seele, gerade wenn es etwas gerumpelt hat. Und so können wir am nächsten Morgen unseren Weg gen Südosten in guter Stimmung fortführen und erreichen bald wieder die Hauptverbindungsstrecken. Einfallsstraße nach Gabarone. Wir kommen hier ein bisschen aus dem Hinterland, deswegen ist es nicht die Haupteingangsstraße. Wir kommen auf eine Haupteinfahrtsstraße nach Gaborone, Hauptstadt von Botswana, 250.000 Einwohner stark, einst eine der schnellst wachsenden Städte der Welt, muss man sich mal vorstellen. Was? Ja. Hat mein Mann auch noch nicht gewusst. Die Stadt ist nämlich in den 60er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeitserklärung, wurde sie als Hauptstadt ausgerufen, weil sie hier so eine gute Wasserversorgung haben. Wir wollen auf jeden Fall hier in Botswana noch mal tanken.
Hier ist nämlich der Sprit doch noch mal um einiges günstiger als in Südafrika und auch in Namibia. Wir haben gestern mal ausgerechnet, 1,11 Euro der Diesel. Im Gegensatz bei in Namibia war es 1,30 Euro. Also wird Tembo nochmal gut gefüttert, unsere letzten Pula, die botswanische Währung, wechselt den Besitzer und wir machen eine kleine Stadtrundfahrt. Aber so wirklich spricht uns nichts an und so machen wir uns auf den Weg an die nur 18 Kilometer entfernte Grenze Richtung Südafrika. So, das war's jetzt mit unserem Gaborone City-Ausflug, genau. Wir fahren wieder raus. Wir fahren jetzt an die südafrikanische Grenze und werden dann mal da einreisen. Auf unserem Weg nach Mosambik möchten wir auf jeden Fall noch in den Kruger Nationalpark, der quasi auf dem Weg ist. Hier befinden wir uns jetzt im Niemandsland zwischen Botswana und Südafrika. Ausreise Botswana 1A, ganz schnell. Sehr unkompliziert, sehr freundlich, so wie wir es gewohnt sind. Und sehr korrekt. Sehr korrekt. Botswana ein extrem korrektes Land. So, wir sind in Südafrika. Als erstes müssen wir uns jetzt mal eine südafrikanische Telefonkarte organisieren, damit wir wieder on sind. Auch hier immer wieder gut zu wissen, wo es lang geht. Mein Mann ist begeistert, weil... Ach, klingt so schön. Wir sind durch. Ich möchte mich an dieser Stelle offiziell bei unseren Fans männlicher Natur unter 10 Jahren entschuldigen. Ich weiß nämlich, dass dort schon Reklamationen kamen, dass ich viel zu langsam durch die Schlamm- und Wasserlöcher fahren würde. Das müsste viel mehr spritzen. Der Schlamm muss bis übers Dach gehen, wird mir regelmäßig gesagt. Tut er doch, aber ihr merkt es noch nicht. Kinder, ich muss danach immer das Ding wieder putzen. Dann spritzt der Schlamm wirklich in jede Ritze. Der ganze Motorraum ist voll. Das ist eine Riesensauerei. Um ein bisschen Verständnis bei meinen kleinen Freunden noch einzuheimsen, nochmal so einen kleinen technischen Hintergrund, weil das versteht ihr. Wenn ich so schnell durch das Wasser fahre, dann spritzt das Wasser zum Beispiel in die Lichtmaschine rein und dann kann die Lichtmaschine kaputt gehen. Wenn die Lichtmaschine kaputt ist, kein Strom mehr, kein Strom, kein Computer und dann kriegt ihr auch überhaupt keine Videos mehr. Deswegen lieber ein bisschen langsamer durchs Wasser, aber dann bleiben wir noch Videos für euch übrig. Und das für die unter 10-Jährigen. Die verstehen das ja. Oder ich komme mir vor, als wären wir in USA. Nee, genau, jetzt fahren wir gleich nach Florida oder sowas rein. So ganz gepflegt, Rinderfarm, nein, nicht Florida, haben keine. Florida hat bestimmt keine Rinderfarm. Kentucky eher. Krokodilfarm, eben noch afrikanischer Busch mit tiefen Schlammlöchern und plötzlich bist du ja auf schickem Asphalt, gemähter Rasen rechts und links der Straße. Das ist schon echt interessant. Hier irgendwo. Busfeld. Ein Jahr Tembo. Ich fange einfach mal an. Wir haben relativ kurzfristig unsere Autos getauscht für diese Reise. Und das hat in meinem ersten Teil der Reise zu großer Irritation für mich
ja, schlussgefolgert, von meinem großen LKW Laila, Traum meiner Träume, 10 Jahre so gebaut, dass es endlich picopello fertig war und schöner Wohnen war, bin ich innerhalb von 3 Wochen auf klein Tempo zurückgeschritten und habe die Annehmlichkeiten fast aufgegeben, die ich mir immer gewünscht hatte. Das war das feste Bett, das habe ich jetzt in beiden Autos. Aber es war zumindest ein kleines Gefrierfach und es war ein Backofen. Trotzdem ist das Reisen in dem kleinen Auto hier im südlicheren Großraum Afrika 100.000 Mal angenehmer, als mit Laila es jemals gewesen wäre. Wir sind auch mit Freunden jetzt schon unterwegs gewesen im LKW und da hat sich das ganz eindeutig gezeigt. Das Leben hier draußen ist, oder hier unten, ist ja eher draußen, wie man jetzt gerade sieht. Wir sind in der Regenzeit im Moment in Südafrika, aber das ist nur partiell. Trotzdem ist man viel draußen. Und deswegen schon nach Eingewöhnungszeit für mich ein 100%ig positives Feedback zu unserem Tempo hinter mir, weil einfach der Fahrkomfort überwiegt zu dem Wohnkomfort von meinem eigentlichen Zuhause LKW Laila. Jetzt bist du dran. Wie Yvonne ja schon eingangs gesagt hat, wir sind ja normalerweise mit unserem LKW Laila unterwegs und den haben wir natürlich auch lieb gewonnen und über die letzten 10 Jahre uns so gebaut, wie wir das haben wollten und wollen. Auch mit Aussicht auf eine Langzeitreise. Wir haben schon länger immer darüber philosophiert, dass generell auf so einer Afrika-Reise ist der Geländefahranteil, der Offroad-Fahranteil deutlich größer als bei jeglich anderer Reise, die man macht. Natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie man die Wege wählt, wird wahrscheinlich die Dame neben mir gerade denken. Da ich ja unter anderem für die technische Komponente auch zuständig bin, einmal kurz zum Toyota. Es handelt sich um einen Toyota Land Cruiser HZJ79 mit dem 1HZ-Motor, ein 4,2 Liter Sechszylinder mit 130 PS, Saugdiesel, elektronikfrei, technisch ganz einfach konstruiert. Somit ein grundsolides Auto, was mir das Leben damit auch relativ leicht macht. Aber trotzdem gab es ja 2 Modifikationen, die René gemacht hat, unter anderem, die wichtig waren. Er hat uns unsere Trockentrenntoilette eingebaut. Das ist ein wichtiges Thema unter Campern. Und er hat das Getriebe getauscht, welches von einem... Von einem J8er oder von den Benzinern kommt. Und irgendwie viel, viel stabiler ist. Größer, stärker, besser. Super. Bis jetzt in einem Jahr Reisezeit hat uns das Auto überall hingebracht. Manchmal ein bisschen langsamer, aber dafür immer saustark. So, nachdem wir das Technische jetzt quasi abgehandelt haben, jetzt mal zum reinen Fahren. Fahrerisch ist das natürlich auch ein Hochgenuss, mit einem deutlich leichteren Auto zu reisen als mit einem LKW. Also das sind so zwei Facetten, die man da betrachten kann. Der LKW bietet halt viel Wohnkomfort, so ein kleines Auto deutlich weniger Wohnkomfort, aber es ist halt im Geländeeinsatz, wie ich ja eingangs schon mal erwähnt habe, dass einfach der Geländefahranteil hier deutlich höher ist als irgendwo auf der Welt, ist es angenehmer mit 3,5 bis 4 Tonnen zu fahren als mit 8 Tonnen plus. Ich glaube in Summe, dass es für uns fahrerisch hier die angenehmere Entscheidung ist. Es erleichtert mir vieles. Also ich kann viel stressbefreiter jede Piste fahren. Ich kann durch die Schlammlöcher durchziehen, mache das Auto ohne zu murren. Und selbst wenn man ihn mal festfahren sollte, was bis dato 2, 3, 4 Mal im Sand nur passiert ist und Sand ja eh keine große Hürde ist, ein Auto zu befreien. Aber selbst wenn man den mal richtig im Schlamm versenkt, wie wir das ja auch schon mit dem LKW ganz gerne mal gemacht haben, ist das hier ein viel, viel leichteres, entspannteres Thema als beim LKW. Das heißt, ich habe eine gute Technik, die mich sehr entspannt reisen lässt. Ich habe ein leichtes Auto, was mich sehr entspannt reisen lässt.
Und das ist wahrscheinlich mit das größte Problem für Yvonne. Das stimmt. Dass ich so völlig entspannt mit diesem Auto eigentlich überall hinfahren kann und auch möchte. Und auch macht. Ohne da irgendwie drüber nachdenken zu müssen. Ich muss nicht drüber nachdenken, wenn ich in irgendeine Piste irgendwo in den Busch durch irgendein Schlammloch fahre. Ich denke nicht drüber nach, oh, geht das nicht? Nein, das geht. Fertig. Und das ist für mich ein absoluter Hochgenuss. Wie gesagt, 30 Jahre LKW-Fahrerei haben wir auf dem Buckel. Wir werden noch wieder LKW fahren, da gehe ich schon von aus. Aber hier aktuell ist es für mich ein Genuss, damit zu fahren. Aber so vom Wohnkomfort ist ein LKW oder unser LKW für uns perfekt. Jetzt sind wir innerhalb von 3 Wochen auf das kleine Auto umgeswitcht. Das Auto hatte außer schnell gemachte Sachen nichts Persönliches für uns. Es ist auch nicht wirklich unser Interieurdesign innen drin, aber er war fertig, er war in einem guten Zustand und deswegen haben wir ihn einfach, weil wir auch schnell wegfahren wollten, wir wollten endlich unser Ziel mal erreichen, den Kontinent Afrika, sind wir losgezogen und haben ihn einfach verschifft und haben innen drin nichts nach unserem Gusto gemacht. Jetzt sind wir seit einem Jahr unterwegs und wir haben uns gut zueinander gefunden. Er ist absolut praktikabel und wir sind einfach unterwegs. Und das ist und bleibt das Wichtigste. Wir sind einfach weg. Und das ist alles nutzbar. Man muss sich halt umgewöhnen. Man muss immer mehr von rechts nach links räumen, von oben nach unten, auch wieder eine Kühlbox zu haben, die energietechnisch viel effizienter ist, aber vom Räumen her ein Horror möchte ich noch nicht sagen, aber es erschwert das Leben. Wenn man exakt an das, was ganz unten ist, rankommen will, muss man erst alles oben rausräumen und man hat halt nicht so den Platz, was abzulegen. Aber wir können uns auch gerade jetzt bei Regenzeit oder wenn es mal kalt ist oder wenn man einer krank ist, man kann sich innen drin aufhalten, ohne sich komplett auf die Füße zu treten. Aber trotzdem das Resümee von mir ganz klar, auch wenn es zwischendrin immer wieder mal schwer fällt, das ist halt nicht immer nur auch mental alles toll. Der Alltag hier im südlichen Großraum Afrika ist in dem Auto sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kann man sich ja nochmal fragen, ob das klug ist, so plötzlich so ein Auto zu wechseln und dann damit direkt weiterzufahren. Das eine ist, glaube ich, auch so ein bisschen, zeigt eine gewisse Form der Flexibilität. Das eine war, dass unser Traum nicht geklappt hatte, auf dem Landweg runter nach Kapstadt zu fahren. Dann in einem fremden Auto, das war ja so ein bisschen, wie als hätte man einen Mietwagen genommen. Gerade für mich, jemand, der es eigentlich gewohnt ist, so ein Auto selber immer zu bauen und zu machen. Ich glaube, das war ein bisschen etwas, was unserem ersten Halbjahr vielleicht so ein bisschen wurzellos hat auch hier sein lassen. Anderer Kontinent, komplett andere Kultur und man fliegt wohin. Man wird von heute auf morgen da reingestülpt. Andere fahren in Urlaub. Das ist was anderes, als wenn man sein Leben darauf so ausrichtet. Hätten wir jetzt den Kontinent bereist und wären unten in Kapstadt irgendwann mit dem Auto angekommen, hätten wir jedes Land langsam erschnüffelt, errochen, erfühlt. Und das erschwert den Start eines solchen neuen Lebens, möchte ich mal sagen, auch nochmal. Es war immer unser Traum, das Ganze über Land zu machen. Wir sind aus dem Flugzeug gefallen, haben erstmal 2 Wochen Airbnb irgendwo gewohnt, während unser Auto noch unterwegs war auf dem Schiff. Dann haben wir unser Auto in Empfang genommen, haben das 2 Tage noch ein bisschen ein-, aus- und umgeräumt. Und dann waren wir da drin. Ich habe eigentlich so das Gefühl, dass wir mittlerweile ganz gut angekommen sind, so in unserem Reisemodus. Da komme ich, glaube ich, jetzt quasi auch auf das Thema, was wir gestern so hatten. Es ging gestern so ein bisschen um dieses Thema auch, wie wir reisen, unsere Streckenwahl. Muss das immer die wildeste Strecke durch den wildesten Busch sein oder kann es auch eine gemütliche Fahrt auf Asphalt sein? Muss es frei übernachten im Busch sein oder kann es die Campsite sein? Das haben wir gestern relativ
viel kontrovers diskutiert. Ja, ich sag mal, insgesamt ist der Geländeanteil relativ groß. Wir suchen ja auch sonst beim Reisen, auch wenn wir in Europa gereist sind, wir suchen immer die schmalen Straßen. Wir haben immer irgendwas Spannendes ja irgendwie auch entdeckt. Das ist was anderes. Ja, ich gebe zu, so ein bisschen Offroad fahren und Schlammspritzen bin ich wie ein 10-jähriger Bub, finde ich auch geil. Ich würde halt gern manchmal ein bisschen einfacher haben. Also, es ist schon so, wir sind beide total crazy. Wir machen das seit 35 Jahren zusammen. In allen möglichen Fahrzeugvarianten, die alle für viele ganz krank waren, mit einem 50 Jahre alten Hanomag durch die Sahara mit zwei kleinen Kindern alleine, ist schon nicht ganz so ohne. Ich mache das auch alles mit, aber ich brauche auch immer mal solche Plätze, wie wir jetzt sind. Campsite, ich weiß, dass ich hier sein darf. Ich habe eine wunderschöne Aussicht. Es war ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr mit sehr, sehr viel Abenteuer. Wir möchten jetzt in den Krüger einfahren, Nationalpark, dass wir den auch mal gesehen haben. Und dann werden wir die ostafrikanische Region in Angriff nehmen. Wir werden jetzt über Mosambik nach oben fahren, so und versuchen, so viel wie möglich Länder mitzunehmen, weil sie alle sehr, sehr interessant sind. Wir werden jetzt wahrscheinlich nach Mosambik, Simbabwe und Sambia machen. Und danach kommt dann Malawi, Uganda, Ruanda, Kenia, Tansania, also Tansania, Kenia. Äthiopien, Sudan, Ägypten, Sinai, Israel, Saudi-Arabien und dann gehe ich mal in Oman am Strand baden. Wir lernen oder haben gelernt, und lernen es weiterhin. Go with the flow ist ja so ein Spruch, den René mal irgendwann angebracht hat. Aber wir lernen wirklich immer flexibler zu werden. Fällt mir sehr schwer eigentlich. Und deswegen Planung. Go with the flow. Das war jetzt sehr viel Text, aber auch sehr viel Inhalt. Jetzt wisst ihr, was war und was noch kommt. Wie wir uns nach einem Jahr Afrika fühlen. Und es bleibt zu sagen, danke weiterhin für euer Interesse. Ich entschuldige mich für den zeitweise aufgetretenen Zeitversatz von Bild zu Ton. Ich habe es nicht in den Griff gekriegt. Wir wünschen euch eine tolle Woche und sagen Tschüss und Bye-bye bis nächsten Sonntag.